Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte gerne noch etwas nachschieben zu der bisherigen Auslegung zum Thema 2. Thessalonicher 2 und zwar insbesondere zu der Anmerkung von Paulus, dass falsche Lehrer gekommen sind. Wenn man sich die Verse von Paulus in 2. Thessalonicher 2 und auch in 1. Thessalonicher 5 in Ruhe anschaut, und wenn man sich mit dem Tag des Herrn beschäftigt, so wie Paulus ihn verwendet, dann kommt man zu einem Ergebnis bezüglich dessen, was diese falschen Lehrer gelehrt haben. Und das war Folgendes. Diese falschen Lehrer sind nach Thessaloniki gekommen und haben gesagt, die Entrückung kann jederzeit stattfinden. Und daraufhin hat Paulus gesagt, nein, das kann sie nicht. Bevor die Entrückung kommt, kommt der Tag des Herrn, nämlich der Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Erst muss der Abfall kommen, erst muss die Aufruhr kommen, erst muss das Auseinanderbrechen Israels kommen. Und dann muss der Tag des Herrn kommen, nämlich die Wiedergeburt Jerusalems. Und dann muss auch der Antichrist offenbart werden. Alle diese Dinge müssen erst kommen, bevor die Entrückung kommt. Das ist das, was Paulus sagt. Und das ist das, was die falschen Lehrer falsch gemacht haben. Weil sie nichts von der Wiedergeburt Jerusalems wussten. Weil sie auch nichts davon wussten, dass Jerusalem oder dass Israel erst auseinanderbrechen muss und Jerusalem erst vom Antichristen belagert werden muss. Und in dieser Belagerung die Tochter Zion gebiert, nämlich in dieser Belagerung des Antichristen die ganze Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt. Deswegen waren sie der Auffassung, die Entrückung könne jederzeit passieren. Das Ergebnis, was ich euch hier sage, das ist so heftig und geht so extrem gegen diese Lehre der Vorentrückung, dass sich da viele sehr gegen wehren werden. Aber nochmal, wenn ihr eine Wortstudie macht zu dem Tag des Herrn, wenn ihr wisst von der Wiedergeburt Jerusalems, wenn ihr wisst, dass das Erstereignis, was kommen wird in der Endzeit, sein wird, dass der Staat Israel auseinanderbricht, Apostasie, das heißt die Aufruhr, die Revolte, die Trennung, die Spaltung, das bedeutet das Auseinanderbrechen Israels in einen nördlichen und einen südlichen Teil. Dann wird der Antichrist mit diesem nördlichen Teil Israels ein Bündnis eingehen, ein sogenanntes endzeitliches syro-ephraimitisches Bündnis, was auch zu einem endzeitlichen syro-ephraimitischen Krieg führen wird. Dieser syro-ephraimitische Krieg, der ist beschrieben worden in Jesaja 7 unter Ahas. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen, ja. Das heißt, dieser syro-ephraimitische Krieg, den wir in der Antike bei Jesaja 7 schon kennen, der wird sich in der Endzeit wiederholen und der wird dazu führen, dass eine junge Frau schwanger werden wird, in Wehen kommen wird und gebären wird. Das bedeutet, dass in der Endzeit der Antichrist mit dem Norden Israels ein Bündnis eingeht, damit ein syro-ephraimitischer Bund entsteht und dieses Bündnis greift in einem endzeitlich syro-ephraimitischen Krieg die Stadt Jerusalem an und belagert sie. Und in dieser Belagerung kommt die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus. Das ist der Tag des Herrn, den Paulus meint. Die falschen Lehrer sind gekommen zu den Thessalonichern und haben gesagt, die Zeiten sind so schlimm, die Entrückung kann jederzeit, jeden Tag passieren. Das war die falsche Lehre. Paulus sagt, der Tag des Herrn, der geht der Entrückung voraus. Warum? Weil dieser Tag des Herrn bei Paulus der Tag der Wiedergeburt Jerusalems ist. Und wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann gehört Jerusalem oder die, die dort in Jerusalem eingeschlossen sind, gehören zum Leib Christi. Und bis dahin kann keine Entrückung stattgefunden haben. Die Entrückung findet erst dann statt, wenn auch die Königsstadt Gottes, Jerusalem, zum Glauben an seinen Sohn gekommen ist. Dann findet die Entrückung statt. Und das sagt Paulus den Thessalonichern. Er sagt, die Entrückung kommt nicht, bevor nicht dieser Tag des Herrn kommt. Erinnert ihr euch nicht dran, dass ich das gesagt habe, als ich noch bei euch war? Erst kommt der Abfall, erst kommt die Spaltung Israels und dann wird der Antichrist offenbar. So schreibt Paulus. Und diese beiden greifen Jerusalem an und Jerusalem kommt zur Wiedergeburt. Und bevor das nicht passiert ist, gibt es keine Entrückung. Das war der Inhalt der Worte des Paulus.
Und nachdem wir jetzt diese zwei Videos schon mal angeschaut haben, oder in den beiden Videos angeschaut haben, wie diese Bezüge sind zwischen 2. Thessalonicher 2 und 1. Thessalonicher 5, ist so ein bisschen die Basis dafür gelegt. Um das alles nachzuvollziehen, die Texte sind hochkomplex, ja, um das alles nachzuvollziehen, braucht ihr Zeit. Und ihr müsstet euch diese Videos anschauen, die wir über Jesaja 7 schon gemacht haben, über die Wiedergeburt Jerusalems, was Jesus mit Nikodemus bespricht, warum Sarah im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung gebiert. Sarah ist dann nämlich ein Bild auf Jerusalem. Jerusalem, das im hohen Alter von 2000 Jahren noch einmal Wiedergeburt erlebt. Das ist bei Sarah schon angelegt. Das sind Themen, die ihr verinnerlicht haben müsst, bevor ihr euch an 2. Thessalonicher 2 ranwagen könnt. Und bevor man 1. Thessalonicher 5 verstehen kann. Ja. Wenn man das weiß, dann versteht man, was diese falschen Lehrer gesagt haben, die Entrückung kann jederzeit, jeden Tag, jede Stunde sein. Und Paulus antwortet darauf, nein, das kann nicht sein, der Tag des Herrn kommt erst. Da habe ich doch gesprochen zu euch von. Ja? Erst kommt das Auseinanderbrechen Israels, dann kommt der Antichrist, die machen einen Bund, die belagern die Stadt Jerusalem und diese Stadt Jerusalem wird zum Glauben an Jesus Christus kommen und erst dann kann die Entrückung sein. Ja? Das ist das, wie Paulus dort antwortet. Ich weiß, dass das auf heftigsten Widerstand stoßen wird. Ja? Das ist mir aber egal. Die Zeit rückt extrem voran und wir sehen das hier allenthalben. Und es hilft nicht, sich mit irgendwelchen Kompromissen da durchzuschlagen. Das Wort Gottes gilt und auch die Theologien und Theorien müssen sich diesem Wort Gottes unterordnen. Und zum Schluss, in diesem ganzen Irrsinn, den wir erleben, da bleibt nur allein die Bibel als Gottes Wort ein Licht auf unserem Wege. Allein die Bibel. Alles andere wird im totalen Chaos, in Widerspruch, in Lügen und Gegenlügen versinken. Und weil die Zeit so voranrückt, hilft es nichts, dass wir uns mit fadenscheinigen Auslegungen in irgendeine Traumwelt begeben, wo die Entrückung jeden Tag sein könnte. Das ist nicht so. Erst muss Jerusalem wiedergeboren werden, denn die Gemeinde Jesu begann in Jerusalem und die Gemeinde Jesu wird in Jerusalem ihren Abschluss finden. Wenn sie aber in Jerusalem ihren Abschluss findet, dann wird so lange keine Entrückung sein, weil die Gemeinde komplett ist und ganz entrückt wird. Es gibt keine zwei Entrückungen in der Bibel. Dann wird bis zur Wiedergeburt Jerusalems keine Entrückung da sein. Das ist das, was Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2. Dieses Ergebnis ist sehr, sehr heftig. Ich weiß das. Ich zeige euch das aber trotzdem. Und ich erwarte, dass es da alle möglichen Widersprüche auch gibt zu. Das macht aber nichts. Ja? Denn die Widersprüche, die dann kommen, von denen würde ich mir wünschen, dass sie mit dem Bibeltext argumentieren und keine ad hominem Vorwürfe sind, also nicht persönlich werden oder irgendwelche Theorien verbreiten, die vielleicht landläufig als akzeptiert erscheinen. Sondern wenn Widersprüche kommen, dann bitte mit dem Bibeltext argumentieren, denn am Bibeltext kann man das sehen. Ich wollte das nur gerne nachschieben, weil mir das wichtig ist und weil ich mich um deutliche Sprache bemühe, gerade in so Zeiten wie heute. Ja? Ich verweise immer wieder auf den Text, ich argumentiere mit dem Text, ich zeige euch die Bibelverse, ich zeige euch auch die Bezüge. Ist keine Sache, die, wo ich sagen würde, ich mag keine Vorentrückung, deswegen bin ich mal Freund der Nachentrückung. Ich halte mich einfach an den Bibeltext. Und ich zeige euch diese Dinge in kleinen Schritten, in den Bezügen, in den Versen, wie ihr sie in der Bibel auch findet. Aber dazu braucht man Bibelkenntnis aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Aus dem Neuen und aus dem Alten Testament. Wenn ihr das Alte Testament nicht so gut kennt, beschäftigt euch damit. Lest das nach. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, um diese Verse zu verstehen, denn 2. Thessalonicher 2 ist hochkomplex. Ja, das wollte ich euch nur so weitergeben. Ich finde das Ergebnis selber frappierend, weil das plötzlich alles auf den Kopf stellt. Ja, dann sind nämlich nicht mehr die falschen Lehrer, die sagen, die Entrückung ist spät, sondern dann sind die falschen Lehrer, die sagen, die Entrückung kann jederzeit stattfinden. Das ist ein frappierendes Ergebnis, das gebe ich gerne zu. Trotzdem wollte ich euch das gerne mitgeben, weil das ehrlich ist. Ja? Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.